Hallo zusammen, mich jetzt wieder heute und heute wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Toy Guide präsentieren. Heute geht es um ein kleines Toy, das wir uns von einem Lederer herstellen lassen können. Und zwar ist es der Sitzsack der Tusker. Was macht das Ding? Platziert einen Sitzsack, der 2 Minuten lang bestehen bleibt, um auf ihm zu sitzen. Das Ding kann, wie gesagt, ein Lederer einmal craften und zufällig bin ich selber Lederer. Wir haben hier den Sitzsack der Tusker und dafür brauchen wir 100 von den geschwungenen Federn, dann 30 dichter Balk und dann haben wir noch widerstandsfähiges Leder. Alle diese Mats könnt ihr aus dem Markt zu uns auskaufen. Bevor wir uns den jetzt angucken, vielleicht noch so ein kleiner Tipp. Ihr könnt den Sack direkt im AH kaufen. Es macht aber tatsächlich Sinn, sich den craften zu lassen oder selber zu craften, wenn ihr Lederer seid, denn ihr kriegt den günstiger. Zumindest ist es bei mir aktuell so. Ihr seht, im AH kostet hier 20.000 und wenn ich den selber crafte, dann kostet das Ding hier nur 13.000, 14.000. Was ich euch empfehlen kann, ihr könnt hier in Waldracken bei diesem Handwerkermarkt hier auf den Koordinaten 35, 61 quasi mit der netten Dame hier sprechen, unter Verschiedenes gehen. Und hier haben wir alle möglichen Toys auch drin, unter anderem auch diese Drachen-Manuskripte habt ihr hier drin. Und wenn wir jetzt hier den Sack suchen, Tuska, da müssten wir eigentlich finden, können wir uns hier craften lassen. Und dann zahlt ihr einfach die Mats rein, macht einen öffentlichen Auftrag. Ihr könnt hier teilweise einen relativ kleinen Betrag einsetzen. 500 Gold oder so habe ich letztens gemacht, habe mir ein paar von den Toys craften lassen. Das seht ihr hier, die sind alle erledigt worden, weil die Leute halt dementsprechend einmal den Auftrag haben wollen für ihre Quest, ne, wo sie ein paar öffentliche Aufträge erfüllen müssen, beziehungsweise auch die Skillpunkte haben wollen für das erste Mal herstellen. So viel dazu, also da könnt ihr euch vielleicht nochmal ein bisschen was sparen. Wir lernen den jetzt einmal und dann schauen wir uns den mal an. Und zwar, wo haben wir einen Tuska? Da haben wir einen Sitzsack der Tuska. Stellen wir das Ding einfach mal auf. Und ja gut, ne, so spektakulär ist es nicht. Es ist ein Sack, der eher schlecht zugenäht worden ist an der Seite, wie ihr das seht. Und da können wir uns dann einmal draufsetzen. Wir haben hier auch so einen kleinen Hebel zum quasi Verlassen des Gefährts. Und that's it. Mehr ist es nicht. Ist ein kleines, nettes Toy. Und ja, wenn ihr wollt, könnt ihr euch das craften lassen oder im Auktionshaus kaufen. Ich verabschiede mich an der Stelle und wünsche euch viel Spaß beim Nachfarmen. Euer Tila. Bis zum nächsten Mal. Ciao.